So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Case Opening. Wie ihr ja schon wunderschön sehen könnt, haben wir uns diesmal für fünf Horizon Cases und für fünf Breakout Cases entschieden. Einfach so just for fun. Ihr seht jetzt das Video leider, weil ich in der Woche dazu nicht ge oder nicht wirklich dazu gekommen bin aufzunehmen, weil ich viel zu tun habe momentan. Deswegen fällt diese Woche leider Mass Effect aus. Dafür hier ein kleines, ja, wie gesagt, Case-Opening-Video an der Stelle. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie ein bisschen verzeihen. Und ja, ansonsten geht es ganz normal weiter am Donnerstag dann mit meinem Killer-Part bei Dead by Daylight, aber Mass Effect kommt erst ab nächster Woche wieder. Wie gesagt, ich habe gerade zurzeit viel zu tun, um wirklich viele Aufnahmen zu machen. Und deswegen danke ich euch erstmal hier für euer Verständnis und ich hoffe, dass wir jetzt in der, naja, in den kommenden Minuten mal was Geiles hier ziehen. Horizon Case. Erstmal können wir mal gucken, was da so überhaupt drin ist. Halt. Hoppala, was habe ich denn gerade gemacht? Header öffnen. Ja, komm, wir gehen einfach mal auf Öffnen. Dann können wir ja hier gucken, ne? Also, genau, so ist es. Also, die Horizon Case hat gar nicht so viel Geiles an sich. Was ich auf jeden Fall mitnehmen würde, wäre die AWP-Tatzen. Ist ganz nice, das ist auf jeden Fall ganz okay. Die M4 A1S ist ganz nice. Oder die Neon-Reiter würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Auch die Deagle ist natürlich ziemlich geil. Und wenn natürlich so zufällig mal wieder irgendwie ein geiler Gegenstand hier in dieser Kategorie droppt, wäre ich natürlich auch nicht abgeneigt. So, beginnen wir mal. Gucken wir mal, was da so rumkommt. Gönn wir wieder Scheiße kriegen ohne Ende. Oh, obwohl. Es ist jetzt nicht das Geilste und die Float sagt, oder das sagt mir jetzt schon, dass es das Battlescar ist oder sowas. Na wohl, nee. Es ist einsatzerprobt. Einsatzerprobt. Die ist gar nicht so scheiße, wenn die jetzt eine bessere Condition hätte, wäre die gar nicht kacke. Wie viel ist die wert? Aber immerhin, die ist immerhin 30 Cent wert. Kann man sich jetzt nicht beschweren, würde ich sagen. Und wir haben gleich mal mit einer lilanen gestartet. Besser als nichts, auf jeden Fall. Genau. Machen wir ja weiter direkt mal mit der Breakout. Was haben wir denn bei der Breakout Schönes dabei? Eigentlich ist auch hier nicht so viel Schönes dabei. Die Deagle habe ich schon, die Supernova habe ich schon, die Wasserelemental habe ich schon. Die Asimov wäre halt ganz nice. Oder die Cyrex. Oder natürlich super geil wäre natürlich auch ein Butterfly. Gut, wir werden natürlich sehen, was wir herauskriegen. Drückt mir die Daumen. Wir sehen uns gleich mal an, was herauskommt. Ah. Habe immer Angst ja bei den scheiß Breakout-Kisten, dass ja nur Müll rauskommt, ja. Die haben wir zum Glück nicht schon 5000 Mal. Fabrik neu. Oha. Was bringt denn eine Fabrik neue? Städtische Gefahr. Immerhin 15 Cent. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Naja, es ist halt ein bisschen blöd, dass wir zweimal hintereinander direkt MP7 ziehen. Aber wir können es natürlich auch logischerweise nicht ändern. Komm schon, Horizon. Be my friend. Ja, naja, gut, gleich nochmal. Ist auch einsatzerprobt, naja. MP7 brauche jetzt eigentlich nicht so viele, ne? Naja, was soll's. Komm, Breakout hier. Jetzt du mal. So, komm. Gib uns was Geiles geben. Das ist nicht geil. Scheiße. Fuck. Oh, shitty, 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 shit. Alter. Es hält sich in Grenzen, ne? Warte, das war jetzt. Es müsste also jetzt wieder eine Horizon sein. Komm schon, Horizon. Gib mir was Geiles, ja? Was Schönes. Was Dolles. Oh, Snack, nein. Dein Name ist cool, aber das war's auch schon. Ei, ei, ei. Wenn Gelb trifft Rot, sind sie tot. Okay, das ist natürlich auch ein richtig geiler Spruch.
Eieiei. Komm, wir warten ja gar nicht lange. Hier links, rechts, links. Ihr wisst schon, wie es geht. Komm. Ich habe noch nie einen Butterfly gezogen. Es wäre so schön, einen Butterfly zu bekommen. Verdammt. Das Spiel will uns aber kein Butterfly schenken. Das ist halt schade. Naja, gut, sind halt auch mit den Karambit die teuersten Messer, die es überhaupt gibt, ne? Ah, immerhin. Supernova Statrek, was hat das für eine Float? Oh? Minimal? Ja, Minimal Rare, krass. Was habe ich denn hier? Was ist denn meine alte? Ich habe doch hier noch eine. Minimal Rare? Okay, also die müsste mehr wert sein. Coole Sache, coole Sache, coole Sache. Gucken wir noch gleich mal, was die so auf dem Markt bringt. Hylter! Erste Kiste, die sich gelohnt hat. 2,20 €. Hat sich gelohnt. Also plus minus null hier, ne, an der Stelle. Geile Sache. Naja, gehen wir mal weiter mit der Horizon Case. Die werde ich, glaube ich, auch bespielen. Komm schon, komm, gib mir was Geiles. Komm. Ah! Oh, naja, gut, immerhin. Wieder ein Purple. Hohe See, Einsatz erprobt. Sag ich mal her. Zeige ich schon mal her, das Zeugnis. Ich kann mir vorstellen, dass das Ding nicht viel wert ist. Ja, 33 Cent. Naja, gut. Besser als ja nicht, ne? Besser als 3 Cent. Komm hier, Behälter öffnen. Letzte Breakout. Jetzt gib mir ein Butterfly oder die Deagle. Quatsch, die Deagle nicht. Die M4, komm. Scout, Abgrund, minimale Gebrauchsspuren. Ist wahrscheinlich auch nicht besonders viel wert, also schade. Machen wir jetzt noch die Horizon auf und dann gucken wir nochmal kurz in den Shop, ob wir da noch eine Stickerbox fix kaufen können. Ja, besser als der Revolver allemal. Bernstein-Windschatten. Ach du Scheiße. Wer das hier auch wieder. Halleluja. Was haben wir denn hier Schönes? Legenden. Komm, wir gönnen uns hier noch eine Autogrammkapsel der Legenden. Ja, ich stimme eurem Bums hier zu. Aber guck mal, dass wir ja noch ein geiles Autogramm bekommen. Komm schon, give it to me. Ich hätte ja übelst Bock auf eins. Ich weiß, das sind nur blaue, ist mir schon bewusst. Ich hätte übelst Bock auf eins von Astralis, weil ich ja auch ein kleiner Astralis-Fanboy bin. Und am liebsten natürlich von Zipex in der Artform. Aber was sind denn da eigentlich hier unten? Sus, Cold Zera, uiuiui, Rain. Das wär schon cool, wenn wir da irgendwie. Natürlich nehme ich auch einen roten, verstehe mich nicht falsch, ne? Aber. Mal gucken. Gucken, was wir ja Geiles kriegen. Komm, 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 jetzt gib mir ja was. Nein, da war ein Zipix-Stecker. Twist. Na, immerhin. Twist auch nicht ganz schlecht, ne? Immerhin. Liquid. Glanz sogar. Ui. Gucken wir doch mal. Was kostest du denn auf dem Community-Markt? Aha, 70 Cent. Naja, immerhin. Aus 25, 70 gemacht ist vollkommen okay. Denke ich mal. Ja, die würde ich behalten soweit. Gucken wir mal, ob wir ja noch irgendwie einen Aufwertungsvertrag irgendwann sinnvoll machen können, ne? Aber hier 10, das sind 2, 6, 8. Kann man hier? Aufwertungsvertrag? Ja, kann man. Komm, wir hauen hier mal rein. Braucht eh keiner. Ja, das ist das eine Gurke. Eieieiei, das ist auch nicht besser geworden. Naja, gut, was soll's. Mit Aufwertungsvertrag, ja, komm. Da können wir nicht. Hier haben wir schon eine ausgerüstet. Hauen wir die mal rein. Revolver, so ein Schund, Alter. Eieiei, städtische Gefahr. Beide weg. Weg. Fabriken, ja, die können wir aber noch behalten, auf jeden Fall. Hauen wir die noch rein. Bäm. Oh, natürlich.
Ja, die sind aber alle bei der Einsatz erprobt, also ist die sogar noch besser als die anderen. Alter. Eieieiei. Ah, hier noch irgendwas? Gucken wir doch mal. Ja, jetzt sieht's doch auch ganz gut aus. Die behalten wir beide. Die kann weg. Oder warte mal, welche bist denn du? Einsatz erprobt? Du raus. Du rein. Du kannst rein, du kannst rein. Ihr könnt beide rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schmeißt man denn hier mal noch rein? Achso, die GS. Die kann auf jeden Fall weg. Eigentlich ist die Moonrise geiler auf jeden Fall. Wir halten nur die Moonrise. Und die ausgetrickste, die Bamboozles braucht auch keiner. Aha, immerhin. Gucke da. Auge der Athene Einsatz erprobt. Was bist denn du wert? Habe ich zumindest mal einen neuen Vermaskin. Ja, 2,80, passt. Wird auf jeden Fall genutzt. Wird auf jeden Fall genutzt. Du hast genutzt. Genau, du für beide Seiten. Ich würde sagen, so richtig erfolgreich war es leider heute nicht. Was will man aber machen? Ja, wir haben ja halt keine große Auswahl gehabt, ne, in dem Sinne. Nicht viel Glück gehabt in dem Sinne. Was ich euch aber noch vielleicht geben möchte, ist diese wunderschöne P2000 Feuerelementar. Ja, ich würde sagen, ihr subscribt, wenn ihr die Waffe haben wollt, mit eurem Trade-Link. Ich werde dann, ja, sozusagen mir eine Person raussuchen, die ja, die den kreativsten Spruch, den witzigsten Kommentar gebracht hat und werde das dann an die Person verlosen. Ja, vielen Dank erstmal hier wieder an der Stelle fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.